So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in einem neuen Vlog. Wir haben kurz nach 6 Uhr, hinter mir geht die Sonne auf, seht ihr das? Sieht eigentlich ganz schön aus. Wir haben eigentlich so eine schöne Sonnenaufgänge in MV, ne? Richtig schön. So, wir sind heute am Sonnenblumentrocknen, eigentlich schon die ganzen Tage. Da kommen wir gleich noch zu, das lief nicht so, wie wir das uns vorgestellt haben. Und ja, ich starte jetzt möglichst früh die Trocknung, damit wir halt maximal Zeit zum Trocknen haben. Deswegen gestern war ich auch um kurz vor 6 hier, heute schon um 6, wird gleich anfangen zu beladen. Das ist jetzt der Trockenwasser drin ist. Und gleich feuchte Ware reinholen, muss ich erstmal hier alles anmachen. So, wie ihr seht, hier steht der Harve drin. Es ist aber auch dunkel hier, die GoPro hat aber auch überhaupt keine Lichtempfindlichkeit. Steuerung ein, müssen wir hier oben das Band mit anmachen. Und dann können wir wieder rausgehen und draußen die Trocknung einschalten. Ja, ich mache das hier ganz alleine mit Detlef zusammen, Sven ist im Urlaub. Und das ist hier die Trocknung quasi von einem Nachbarbetrieb, wo wir auch viel zusammenarbeiten. Ja, und die dürfen wir quasi benutzen in kompletter Eigenverwaltung. Und das bindet natürlich auch Zeit. Und wir hatten, also die ist nagelneu, die Anlage, die wurde dieses Jahr gebaut und die wurde jetzt hier auch aktuell noch fertiggestellt. Also ihr könnt es sehen, hier hinten kommt die Wärme von der Biogas ran. Also hier ist der Ölbrenner und die Wärme von der Biogas. Es ist aber nur noch Restwärme, die hier ankommt. Also hier sind Schweineställe dran, Trocknungscontainer, Bürogebäude, Stadt, also Dorf. Und hier kommt quasi noch Restwärme an mit 40 Grad. Merkt man aber schon, ich habe den ersten Tag ohne getrocknet und dann wurde die angeschlossen, merkt man schon, hier ist noch ein vorläufiger Behälter an Heizöl, da ist der neue, der ist noch nicht installiert, ja, und eins kann ich euch sagen, die Probleme hat totale Anlage, brutale Probleme mit Sonnenblumen. Grüße geht raus an die Firma. Hier wird ein Rohr eingebaut, aber da glaube ich kann die Firma nichts für. Das ist, ja, wie ihr da seht, das kommt quasi aus der Gosse, kommt hier das Material an. Und das hier ist nicht steil genug für Sonnenblumen. Und da haben wir 3 Tage lang rumgewerkelt, ausgebaut. Hier wurde Sikaflex reingeschmiert, dann haben wir ausgeschnitten, dann haben wir Graphit reingeschmiert. Reingerieben, damit das richtig glatt wird. Und dann, über einen Freund kamen wir über die Idee, es gibt auf dem Bau Außenrüttler. Und jetzt haben wir da einen Rüttler ran gemacht. Der vibriert quasi, immer wenn wir die Gosse laufen lassen und den Trockner befüllen. Und jetzt funktioniert das. Und wir haben aber 3 Tage gebraucht, bis wir auf diese Idee kamen. So, jetzt ist es laut. Ihr seht, der hat schon 47 Grad. Das ist jetzt nur die Biogaswärme. Jetzt fangen wir erstmal an, das Gebläse anzumachen. Der saugt quasi die Luft über den Brenner hier durch und der Brenner hat natürlich einen Wärmetauscher. Das heißt, das ist keine richtige Brennerluft, die hier reinkommt. So, zusätzlich mache ich das morgens so, hole trockene Ware raus. Hier unten ist immer so ein bisschen, das ist so kühl, das nimmt immer ein bisschen Feuchtigkeit an, habe ich festgestellt. Das nehme ich raus und lege das oben wieder einmal auf den Trockner raus, so ungefähr eine halbe Tonne. Und dann fange ich mit dem Umladen an. So, der Trockner ist jetzt hier an, das Gebläse, jetzt schalte ich den Brenner ein. Es sind alle 3 Brenner quasi in Gang. Und jetzt heizt er hoch auf 80 Grad, auf 85 Grad habe ich das hier. So, kann ich euch vielleicht nochmal von der Seite zeigen. Also hier ist der Brenner, der nimmt erstmal die Luft schon mal aus dem Wärmetauscher von der Biogaswärme. Dann ist quasi hier der Brenner, der erwärmt, ja, ich denke mal noch einen Wärmetauscher. Wird sicherlich Vorratsbehälter oder Vorratswasser, weil der ist auch öfter aus und trotzdem kommt da heiße Luft durch. Dann wird die hier durchgezogen, da geht die da hoch, wird da durchgezogen quasi und wird da wieder rausgepustet. Also quasi saugt der die Luft einmal komplett durch. Und hier gehen 35 Tonnen Weizen rein und wir haben so festgestellt, hier geht ein Hafer und ein bisschen rein von Sonnenblumen. Also ich sag mal 25 Tonnen Sonnenblumen, so 60 Kubik ungefähr. Das ist schon was, aber wir hatten ja letztens Material, was wir in dem großen Finale gedroschen haben. Und das hat tatsächlich auch ein bisschen gedauert,
bis das richtig trocken war. Wir haben jetzt Ware hier mit 13%, das geht ein bisschen schneller. Aber gestern war der erste richtige Tag quasi. Letztens hatten wir noch so ein Pech, da haben wir uns hier den Rüttler ausgeliehen bei so einem Baustellenverleih. Ja, dann hatten wir den in Gang. Oh, dann lief das wie Sau, ein Habe drinne und wir uns total gefreut. Oh, da ist ja der olle Rüttler kaputt gegangen. Los, anderen geholt, haben ein Habe geschafft. Gestern haben wir 2,5 Habe geschafft. Ein Habe sind nasse Ware, waren es 20 Tonnen, trockene Ware, wenn es irgendwo 18, 19 Tonnen sein. Ja. Will man machen, kann man nicht viel machen. So, dann müssen wir jetzt den Fan vorfahren, kann ich euch zeigen. Hier unter ist nämlich die Gosse und wir machen das so, wir haben quasi ein im Trockner, ein Habe, dann kippe ich den hier vor, quasi hier als Berg und kann die trockene Ware da vorne wieder mitnehmen. Das heißt, ich fahre den, kipp den hier aus, fahre den unter, fange an, trockene Ware raufzuladen und dabei hole ich mir feuchte Ware wieder rein. Jetzt könnt ihr ja sagen, warum ist denn hier nicht mehr Platz, weil hier alles voll ist. Wie ihr seht, die Halle geht ja, oh, es ist alles so dunkel noch. Bis da oben, seht ihr das, ist alles voller Getreide. Einmal komplett bis hinten durch, alles voll. Ich glaube, 1.500 Tonnen oder so liegen hier drin. Nee, ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube nicht, die hier vorne, die Kammer waren schon irgendwie 900 Tonnen oder so. Ja, vielleicht waren es auch 2.500, 3.000 Tonnen, 4.000 Tonnen, irgendwie so um den Dreh. Hier ist alles voll. Jedenfalls, das machen wir jetzt. Wir fahren jetzt erstmal den Fan vor. So, mal von dieser Seite. Wenn wir die Habe quasi den Abschieber zurückziehen, dann fällt immer ein bisschen Rest Sonnenblume raus. Das liegt da. Ja, dann steigen wir mal hier ein. Und habe ich jetzt den Schlüssel vom Fan? So, was jetzt ein bisschen schwierig abzuschätzen ist, ist, wenn man abkippt, wie weit man nach hinten kippt. Wir wollen ja auch nichts, dass hier über die Wand läuft. Das geht zu zweit wunderbar. Einer fährt quasi und einer sagt, stopp, kipp mal ein Stück. Da kipp ja nicht, schieb mal und jetzt machen wir noch ein Stück. Und dann kriegen wir das wirklich hin, dass wir hier vorne quasi den Berg so anhäufen und dass wir hier vorne wirklich maximal vor der Gosse zu liegen haben. Aber wir sind ja nun alleine. Der fängt später an, was soll er auch schon so früh hier? Erstmal ein bisschen Luft pumpen. Wenn er so einen Tag steht, dann fehlt immer ein ganz bisschen Bremsluft. Wir haben es aber noch nicht gefunden, beziehungsweise ist eigentlich auch normal, dass die Technik mit der Zeit auch nachts mal so ein bisschen Luft verliert. Ist ja nicht viel, sondern da fehlen jetzt hier quasi, also so haben wir gestartet von der Luft. Da fehlen 2, 3 Steinchen von der Luft. Das ist jetzt nicht die Welt. Also ganz marginal verliert er irgendwo Luft, das Bremssystem, aber das ist auch so wenig, dass man das nicht hört. Quasi. Ja, und dann räumen wir langsam vor. Und das ist natürlich hier alles sehr eng, wie ihr seht, da beim Spiegel. Da ist nicht so viel Platz und unten bei den Reifen ist erst recht nicht so viel Platz. So, dann müssen wir auch da ganz knapp rausfahren. Ja, wir wissen, dass du wenig Druck auf der Bremse hast, aber du rollst doch. Dass wir hier ganz knapp rausfahren. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt sind. Einmal mal Kopf raushalten. Ja, das sieht gut aus. Da können wir schon mal anfangen, was abzukippen. Dann müssen wir die Zapfwelle anmachen. Und dann machen wir auch nur die Klappe so ein bisschen auf. Das ist der Vorteil von einem Abschieber. Hier brauchst du wirklich nur marginal dich bewegen. Das heißt, wenn die Klappe da so ein bisschen aufsteht, kommt das trotzdem schon alles raus. Gucken wir mal, wo es hinfließt. Seht ihr schon? Das reicht schon. Ah, das sieht schon gut aus. Das reicht schon, damit das hinten rausrutscht. Und jetzt können wir anfangen abzuschieben. Und dann geht das wunderbar. Und das ist ein Riesenvorteil von Abschieber. Mit dem Kipper wäre hier drinnen nicht viel los gewesen, wie ihr seht. So, jetzt schieben wir nach hinten. Müssen wir halt mehrmals aussteigen. Ach, Zapfen ist ausgegangen, weil wir ausgestiegen sind. Wir machen das natürlich jetzt sehr langsam im Standgas. Der schiebt normalerweise viel, viel schneller ab. So.
Und nachher holen wir uns halt einen Radlader hier vom Betrieb, Quarantäne-Lader, ein LJCB. Und damit schiebe ich den Rest in die Gosse. Also zu zweit geht es übrigens wunderbar und schnell. Ist man hier ratzifatzi durch. So, jetzt muss ich halt da im Spiegel gucken, dass der Berg nicht zu hoch wird. Übrigens, wie sieht es aus mit meiner Stauballergie hier? Furchtbar, furchtbar. Ich muss den ganzen Tag Allergietablette nehmen, damit er auch hinhaut. So, dann gucken wir mal jetzt hoch. Boah, lief gut, lief gut. Ob er leer ist, weil wir brauchen wirklich ein ganz bisschen, müssen wir noch vorfahren, Klappe noch ein Stück aufmachen und dann ist er leer. Da ist ein bisschen Restsonnenblume, wie ihr seht, also ganz dicht sind die nicht mehr. Wir machen ungefähr alle 2 Jahre diese Folien an den Seiten von den Schiebern neu. Das ist okay. Das ist so dicht, dass es quasi nicht rieselt auf der Straße, aber beim Abschieben könnt ihr euch vorstellen, geraten die ja unter Druck. Dieses Hartplastik, was da an den Seiten reibt. Und dabei fallen noch ein paar Körner durch. Das ist völlig normal. Und das ist das, was man sieht, quasi als ich das gezeigt habe, die Ecke, die da lag. Das sieht man quasi, wenn er zurückschiebt, dann lässt er das wieder fallen. Aber ansonsten sind die eigentlich dicht, aber nicht rapsdicht. Also im ersten Jahr waren die rapsdicht, dann nicht mehr. So, dann holen wir den zurück. Und das ist halt das Schöne an einem Abschieber, wie kompakt das gleich da alles liegt. Und dann können wir hier oben, sieht man gar nicht, hier oben fangen wir gleich an mit Beladen. So. Ja, also das, was man jetzt hier sieht, diese Haufen, wenn ihr jetzt zurückschiebt, fällt das hier raus. Oh, es ist so dunkel, Leute. Ich kann euch das alles nicht mal richtig zeigen. Sonnenaufgang, Leute. Was ist das herrlich? So, jetzt können wir hier das Umschichten quasi pausieren. Machen wir hier den Austrag aus. Machen die Bänder dazu aus. Und dann können wir hier den Schalter umlegen. Zack. Und dann müssen wir einmal in die Halle reingehen. Hier seht ihr jetzt, hier liegen die Sonnenblumen. Schön kompakt. Und jetzt schalten wir quasi oben. Ja, ist auch ein Elevator, der so lang führt. Da oben kommt das gleich raus und dann fällt das auf den Havel. Jetzt gehen wir raus und schalten den Auslauf wieder ein, weil jetzt wird es quasi in die Halle gefördert und kommt im Havel an. So, jetzt schalte ich quasi den Trogförderer hier unten ein, den Elevator, der das in die Halle fördert, und sag ihm jetzt wieder Auslauf. Und dann hat er hier so einen Timer. Quasi hier kann man das zeitlich steuern, wie oft er pro Minute quasi Ware rübergibt. Das Ganze hat er auch digital als Luftfeuchte-Messgerät. Die Tabellen, die es dafür gibt, wie viel Luftfeuchte rauskommt, ab wann es trocken wird, sind nur für Getreide, Raps, Mais, die Standardkulturen. Da steht nichts von Sonnenblumen drin. Und zweitens wurde mir auch gesagt von den Jungs, die Anlage hier machen, das funktioniert nicht gut. Mit Hand einstellen, selber Proben nehmen, alles einstellen funktioniert besser. So. Jetzt kommt hier die trockene Ware an. Ja, und währenddessen, wenn nachher so ein bisschen was raus ist, so 2-3 Tonnen, hole ich quasi wieder feuchte Ware rein. Die rutscht schon oben wieder durch, unten kommt das Trockene raus. Ja, und dann mache ich hier den ganzen Tag. Und ja, das ist manchmal sehr langatmig, aber nützt ja nicht, muss gemacht werden. So, nur ein bisschen trocken, nicht? So, ich kann euch das jetzt bei hellem Licht nochmal von außen zeigen. Also das Material kommt oben rein und wird unten entnommen und rutscht sozusagen ganz langsam durch, so wie wir unten entnehmen, rutscht es ja oben nach. Also einen Punkt muss ich auch noch sagen, jetzt bei den Sonnenblumen, da oben ist ein Füllstandssensor.
der aber auch nicht richtig bei Sonnenblumen funktioniert. Anscheinend fallen Sonnenblumen so spitz, dass der nicht berührt wird für Silo voll. Ich muss quasi da unten stehen beim Befüllen und hören, wenn sich der Elevator anders anhört, quasi, wenn er ein bisschen was in Umlauf mit zurückbekommt. Das ist ein bisschen nervig, weil am ersten Tag, als wir hier waren, wir waren ja einmal letztens mit einem Hänger Probe laufen sozusagen, da wurde uns alles gezeigt. Der hatte 11% und da hat das hier alles funktioniert. Ja, also das kommt ja da oben an, wenn es in die Gosse geht, da oben, fällt hier rein in den Zyklon und rutscht dann rüber zum Elevator für die Trocknung. Und das hat funktioniert anscheinend, aber nicht, also es ist im Nachgang, kann man sagen, nicht schnell genug, aber es hat alles funktioniert und oben der Füllstandssensor im Silo ging. Das heißt, der hat sich an- und ausgeschaltet, hat immer Material geholt, so wie er braucht. Jetzt ist es aber leider so, durch den Vibrator da müssen wir das so ein bisschen manuell machen. Das heißt, ich schalte das ein, bis das wieder voll ist, sozusagen hole ich Material nach. Und dann schalte ich es wieder aus. So, das heißt, ich muss permanent hier sein, so kann er sich auch nicht alleine überwachen. Das ist ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. Weil wie gesagt, bei 11% ging das hier, jetzt haben wir hier 13%. Was hier liegt. Ich kann euch das mal zeigen, ich habe mir hier schon mal die Leiter angestellt. Habe mir gerade schon mal ein bisschen Material reingeholt. Ja, das fließt ja quasi da unten in die Gosse, so. Und wenn die Gosse dann leer ist, dann schiebe ich mit dem Telelader das nach. Und das funktioniert ganz gut. Wenn der Habe voll ist, ist der Haufen hier weg und der nächste kann dann einfach durchfahren. Funktioniert hervorragend. Wie gesagt, wir mussten aber erst diesen Vibrator da unterbauen, damit das rutscht. Das wird aber jetzt in den nächsten Wochen umgebaut. Das wird nochmal steiler gebaut, weil wir quasi durch unsere Sonnenblumen zeigen konnten, dass nasses Material da nicht ausreichend rutscht. Ja, und so ist das. So, da sind wir wieder. Heute ist aber Mittwoch, der 8. November. Und das hier der letzte Rest vom Sonnenblumentrocknen. Ich befülle gerade nochmal die Trocknung. Da seht ihr, läuft das rein. Gosse gucken ist besser als Kaminfeuer. Und ich muss sagen, ich mache inzwischen eine komplett andere Strategie als zum Anfang des Videos. Ich mache das jetzt wie folgt. Der Trockner fasst ja, ich sag mal, ungefähr 60, 65 Kubik, also mehr als ein Habe. Das heißt, ich mache das jetzt wie folgt, ich mache das trocknerweise. Ich fahre den kompletten Trockner voll, trockne den runter, das dauert ungefähr 4-5 Stunden. Dabei muss ich nicht hier sein auf der Anlage. Das heißt, ich trockne das und lasse das langsam von unten wieder nach oben zirkulieren. Also so ein ganz langsamen Durchfluss. Ungefähr nach 5 Stunden ist einmal durchzirkuliert. Und bin dann halt so 4 Stunden ungefähr zu Hause, kann ein bisschen Büro machen, kann Merch drucken, kann alles machen. Komme dann wieder und entleere sozusagen mit 100% Geschwindigkeit. Dauert ungefähr so 50 Minuten, eine Stunde. Den trockenen Hafer rüber. Und dabei ziehe ich schon nasses Material wieder rein. Das geht, denn das trockene Material geht ja unten raus und oben kommt das Nasse. Quasi das ganze Ding ist ja voller Sonnenblumen. Und unten entnehme ich und oben packe ich Nasses wieder rauf. Und dann habe ich am Ende einen Puffer, sagen wir mal, von 5 Kubik, weil das schrumpft ja zusammen, das Material. Und das Ganze dauert 40, 45 Minuten und dann hauen wir wieder ab. Und dann ist im Prinzip, dann wird das Ganze getrocknet. So, Moment, er ist jetzt auch voll. Wir können auch durch den Rüttler wieder eine höhere Gossegeschwindigkeit fahren, eine höhere Befüllgeschwindigkeit, sodass der Füllstandswächter ohne Probleme geht. So, der würde jetzt normalerweise wieder selber aktivieren, wenn sozusagen der Füllstandswächter ein Stück runter geht. Da ich aber jedes Mal den Rüttler mit anmacht, mache ich das selber von Hand. Das funktioniert ganz gut. Und das funktioniert jetzt auch sehr gut mit der Luftfeuchtigkeit. Wenn wir unter 55% sind, sind wir unter 9%. Das heißt, ich lasse den laufen und anfangs ist hier eine Luftfeuchtigkeit von 72 und die geht Stück für Stück runter. Und nachher unter 55, 50 ungefähr, ist das Material trocken. Das heißt, ich komme hierher, sehe, welche Zahl hier steht und kann direkt entleeren.
Das ist aktuell meine Entleergeschwindigkeit, 50% pro Stunde des Trockners. Ja, ich kann das auch auf Automatikprogramm laufen lassen, ist aber gerade nicht das, was ich wollte. Dann funktioniert das mit der Luftfeuchte richtig gut. Und wir gehen mal einmal rum. Ich mache das jetzt aber ein bisschen langsamer, weil ich nicht mehr so viel Material habe für einen ganzen Trockner. Das ist ja ein halber Hahn oder so, der hergekommen ist. Das heißt, ich entleere so weit, dass der gesamte Trockner voll ist. Und dann habe ich halt die Hälfte trockenes und die Hälfte nasses Material. Und unten ist sozusagen das Trockene und dann lasse ich das ganz langsam runterrieseln, sodass das Nasse getrocknet wird und packe das Trockene wieder einmal oben rauf. Das geht ganz gut. Man muss sagen, die untersten 10 Kubik sozusagen ist die Kühlzone des Trockners. Da wird nicht mehr getrocknet. So, hier kommt das Material jetzt raus, das Trockene. Und normalerweise geht es schneller, wenn ich mit 100% fahre. Aber wie gesagt, ich will jetzt das ganze Material mit einmal reinnehmen, aber ich stelle die jetzt gleich höher, sodass ich den Trockner auch richtig voll habe. Denn halb voller Trockner zum Trocknen ist ein bisschen scheiße. Ist ein bisschen doof. Hat man hohe Energieverluste. Zusätzlich habe ich das wie folgt die Tage gemacht. Es liegt der Biogaswärme an. Und das heißt, 40, 50 Grad kommen immer aus der Biogas beim Trocknen. Und der Rest wird zugeheizt. Das heißt, ich habe beim Befüllvorgang, also wenn wir jetzt entleeren und befüllen, nur mit Biogas gefahren, die eine Stunde. Das Material kommt rein, es wird vorgewärmt quasi, dann schon mal auf 50 Grad. 40, 50. Und dann, wenn das voll ist, wenn der Trockner voll ist, dann schiebe ich richtige Warmluft mit rein, mit 90 Grad. Und dann haben wir innerhalb von 3-4 Stunden das Material trocken, je nachdem. Also 5 Stunden ungefähr, wenn das 17% war. 2-3, wenn es 12-13% war. Also länger dauert das jetzt gar nicht. Und dadurch sind wir um einiges energiesparend. Vielleicht schaffen wir 5, 6, 7 Tonnen weniger am Tag zu trocknen. Aber ich habe letztens für 2 Tage von hier bis hier gebraucht. Ja? Nur mal so. Und jetzt ungefähr mache ich dieselben Tonnen am Tag. Und ich habe Montag, also 2,5 Tage von hier bis hier gebraucht. Ich brauche dafür jetzt deutlich weniger Zündöl für diese Taktik. Macht richtig viel aus. Also das mit Biogas nochmal vorwärmen, das bringt richtig Punkte. Definitiv. So, und ich kann natürlich hier noch eine Probe entnehmen. Zack. Das ist jetzt das trockene Material. Hier wird nachher noch gefaked. Dann wird natürlich alles sauber übergeben. Dann können wir jetzt noch reingehen in den Container hier und einmal überprüfen, wie feucht das Material ist. Das heißt, ich habe hier meinen einen Becher, kipp den hier rein. Ja, das kennt ihr alle schon. Dreh das entsprechend zu. So, dann drücken wir einmal rauf und gucken, was er sagt. Batterie muss auf jeden Fall getauscht werden. 8,4. Optimal. Wir wollen unter 9%. 8,4. Gut getroffen.